Mein Stadtteil war kein besonderes Stadtteil, ein Arbeiterviertel, sehr armes Viertel. Wir hatten auch eine Straße da, die Ferdinand-Weiß-Straße, die war nur mit so Behelfsheimen. Wir hatten viele Flüchtlinge. Also es war große, große Not. Und ich war im Fürsorgeverein. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich brauche jetzt noch junge Frauen, die mir ein bisschen helfen. Und sprach dann mit einer, die sagt, ja, ich werde kommen, aber ich bin in der CDU. Wir brauchen auch junge Frauen. Wenn sie in die CDU gehen, gehe ich in den Fürsorgeverein. Und so kam ich dann in die Partei. Wir hatten eine alte Stadträtin, die starb. Und waren wir dann 3 oder 4 Jahre, war niemand da. Ich bin nicht so gern gegangen, aber nachher, wenn man mich dann geplagt hat, der Pfarrer war hinter mir her, der Lokalverein war hinter mir her. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, die Alten sind alle geblieben, nur ich kam neu dazu als einzige junge Frau. Mit 39 war ich die Jüngste im Gemeinderat. In der Zeitung stand endlich ein Lichtblick im Gemeinderat, eine junge Frau und auch noch bei der CDU. Wir waren vielleicht 5 Frauen. Oder 6 Frauen, mehr waren wir nicht. Ich ging in den Gemeinderat, um hier im Stadtteil zu helfen, um einige Dinge zu bewerkstelligen. Und als ich dann in den Stadtrat kam, muss ich sagen, das Einzige, was mich gestört oder was schlimm war, es waren alles Akademiker. Es waren alles Persönlichkeiten. Aber ich habe mich dann bald zurechtgefunden. Ich war als einzige Frau im Bauausschuss beispielsweise oder im Werkausschuss. Und da dann habe ich dann doppelt mich müssen zurechtfinden, A, als Frau und B, mit den Männern, mit denen stand zu halten. Das musste ich denen einmal beweisen, dass eine Frau auch da was davon versteht. Ich habe zunächst einmal also zugehört und geschaut, mich kennelt. Man lernt ja dann gleich, wäre ich einem sympathisch, wäre ich aber nicht so sympathisch. Es waren auch gleich dann einige Kollegen da, die mich unterstützt haben oder mir auch zu Hilfe gekommen. Ich musste ja auch um Rat fragen, es war alles neu für mich, die Politik und auch die Umgebung und alles. Habe dann immer trotzdem auch dann erreicht, was ich habe wollen, mit viel Mühe, mit vielen Gesprächen. Denn es gibt auch eine viel bessere Atmosphäre, wenn die Frauen noch dabei sind. Es war auch bei der Diskussion, wenn die Männer unter sich waren, war das laut und kräftig und manchmal unschön. Und wenn die Frauen dabei sind, da war dann immer eine ganz andere harmonische Atmosphäre. Ich habe einmal jeden Monat ein Bürgergespräch gemacht in einer Wirtschaft. Ich habe manchmal 2 Leute hier sitzen gehabt, 2 im Esszimmer, 2 auf der Treppe, 2 in der Küche, die alle zu mir kamen wegen Wohnungen. Ich war ein Ansprechpartner. Ich war gefragt und der eine hat dem anderen erzählt, du musst zu der Frau Hartmann gehen, die hilft dir und die hört dir zu. Und das war das A und das O. Ich war für den Bürger da. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die andere habe große Rede, sag's jetzt, wie es ist, die andere habe ganz große Rede gehalten, aber überhaupt nichts getan. So ist der Hase gelaufen. Und die Leute haben das bei der Wahl natürlich auch schon dann akzeptiert. Ich habe immer die meiste Stimme gehabt, all die Jahre, bis zum Schluss. Sie müsste endlich mal so weit sein, dass die Frau dem Mann gleichgestellt ist. Das ist das Übel. Können tun die Frauen so viel wie die Männer, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Die Wähler sind schuld. Ich glaube schon, dass die Parteien genug Frauen aufstellen. Auf dem zweiten Listenplatz ist immer schon eine Frau. Ja, warum wählen sie die Frau nicht? Um jemanden zu wählen, müssen sie auch jemanden zu kennen. Oder wissen, was hat er für einen Hintergrund, was für eine Vergangenheit. Und das ist eben bei vielen eben nicht bekannt. Und man muss da schon ein bisschen tätig sein, auch im Umfeld, um da nachher auch reinzukommen und die nötige Stimmezahl zu erkommen. Da müssen die Frauen halt ein bisschen noch ein wenig mehr tun. Und vielleicht müssen wir Frauen auch eben halt auch, die nicht im Stadtrat sind, also mir allgemein sagen, zu meiner Nachbarin, bitte wählt Frauen, nicht nur Männer. Und ihr Männer müsst halt auch die Frauen wählen. Es war eine gute Zeit. Ich habe viel erfahren, ich habe vieles erlebt, ich habe vielen Menschen geholfen.
ist ja schon ein Jahr her, war ich in der Straßenbahn, hat mich die Frau gefragt, na, Frau Hartmann, wie ist es denn, wenn Sie nicht mehr im Stadtrat sind und so weiter. Dann habe ich erzählt, dann stupft mich so ein alter Herr so mit dem Lappen. Sind Sie die Stadträtin Hartmann? Habe ich gesagt, ja, die war ich mal. Hat er gesagt, Sie haben mir vor vielen Jahren eine Wohnung besorgt und ich wohne noch in der Wohnung. War das nicht schön? Und die ganze Straßenbahn hat gelacht und hat geklatscht.